Rettungsleitstelle, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, hallo Leitstelle, ist da die Leitstelle, hallo? Ja, ich brauche ganz dringend Hilfe. Ich bin hier in Saffich in der Ochtenunger Straße am Jugendzentrum. Da kommt überall Qualm raus und Feuerschein ist zu sehen. Da sind garantiert noch Leute oben drin. Ich brauche ganz dringend Hilfe hier. Ich laufe schon mal rein, ich muss gucken, ob da noch Leute drin sind. Ja, bleiben Sie mal ganz ruhig. Da können Sie mir gerade Ihren Namen und sagen, wo es brennt. Mein Name ist Iking. Ich bin hier in Saffich in der Ochtenunger Straße. Ich brauche ganz, ganz dringend Hilfe hier. Ja, das ist im Jugendzentrum in Saffich. Richtig? Hier ist ein Gemeindehaus, dürfte das sein. Hier ist alles Qualm, hier Feuer und alles. Ich weiß ja, da sind bestimmt noch Leute drin oder was? Ja, bleiben Sie jetzt ganz ruhig. Ich alarmiere Feuerwehr und Rettungsdienst und warten Sie vor dem Haus. Ja, okay, beeilen Sie sich aber bitte. Da sind bestimmt noch Leute drin. Ja, wir beeilen. Ja, okay. Ja, ich warte hier. Leitstelle mit Alarmierung. Leitstelle mit Einsatz für die Feuerwehr Saffig, Brand im Jugendzentrum in Saffig. Ich wiederhole, Leitstelle mit Einsatz für die Feuerwehr Saffig, Brand im Jugendzentrum in Saffig. Ende. Leitstelle vom Florian Saffig, kommen. Die Leitstelle, komm. Ja, Sie haben alarmiert, das liegt an. Wir haben Brand im Jugendzentrum in Saffig, vermutlich mehrere verletzte Personen kommen. Ja, ist der Rettungsdienst schon alarmiert? Rettungsdienst ist alarmiert, kommen. Ja, ist verstanden, wir rücken gleich aus. Verstanden, Ende. Vorne ist rechts runter. Ja. Ich habe versucht, da oben hinzugehen. Starke Rauchentwicklung da oben. Ja. Kommt scheinbar vom YouTube von der Küche. Ja. Ich hab versucht, da hinzukommen, aber okay. Ich komm nicht bis. Drei Leute da oben, ja. Komm, mach. Okay. Ja. Dann warten Sie mal hier, bleiben Sie ganz ruhig, warten Sie hier. So, du um das Gebäude rum, alle Eingänge gucken, wo wir rein können und wo du Qualm siehst und ob du Leute siehst. So. Ich bin in der Feuerwehr, weil ich stolz darauf bin, zu einer Truppe zu gehören, auf die man sich in jeder Notlage verlassen kann. Ja, ich bin in der Feuerwehr Saffisch, weil ich dort für den Ernstfall sehr gut ausgebildet werde. Irgendeine Person gesehen? Okay. Eine Person auf Stellung. Alles klar, gut. Also wir haben mindestens zwei vermisste Personen, starke Rauchentwicklung aus der Küche raus, also Küchenbrand, mehr wissen wir nicht, Rauch ist da vorne deutlich zu erkennen. Hier Wasserversorgung von dem unteren Hydrant zu unserem TLF. Danach stellen wir uns in der Fertigzeit und Trupp bereit. Alles klar. Gut, okay. Abrichten!
Ich bin in der Feuerwehr Safisch, weil Frauen manche Angelegenheiten besser erledigen können. Mit Ausdehnung auf das erste Obergeschoss. Wie zu sehen, Rauch kommt raus. Mindestens 3 vermisste Personen. Wasserentnahmestelle, Wassertank, Lage des Verteilers vor dem Gebäude. Einsatzgruppe zur Menschenrettung mit Styropor, Wassergruppe mit Sicherheitsgruppe. Ich bin in der Feuerwehr Safik, weil ich es wichtig finde, anderen Leuten zu helfen. Zum Angriff fertig. Also wir haben einen gemeldeten Küchenbrand, Ausdehnung aufs erste OG, mindestens 3 Verletzte. Näheres wissen wir noch nicht. Wir gehen unter Artenschutz vor und retten die Leute. Alles klar. Okay, wo machen wir einen verletzten Sammelplatz? Verletzten Sammelplatz hier vorne vor der Scheune. Alles klar, okay. Sammelplatz hier vorne vor der Scheune. Jo, ein Kleber. Ja, zweite Fahrzeug. Ja, das zweite Fahrzeug wird in dem Bereich jetzt vorziehen, ja. Und dann denke ich mal, werden wir hier einen verletzten Sammelplatz dann einrichten. Ja, Tragetrupp brauchen wir? Tragetrupp im Moment noch nicht. Alles klar. Also dann mit Helm bestücken, ja, und dann werden wir jetzt hier vorne, wir haben jetzt gerade Rad und Decken dort liegen, werden wir jetzt hier Trage aufbauen, ja, also Trage rausholen, Notfallkoffer, ja. Alles klar. Also ist normal, ne? Ja. Ich bin in der Safiker Feuerwehr, weil Katastrophen uneingeschränkten Einsatz fordern. Hallo! 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 Ich bin bei der Feuerwehr, weil mir es Freude bereitet, anderen zu helfen und danach die strahlenden Augen zu sehen. Hallo, dir geht's gut soweit? Da hinten liegt noch eins, da. Rauch im Tag, runter zum Verband. Okay, ihr könnt wieder reingehen, ja, kriegst du gleich. Ja? Was ist denn passiert? Oben hat es gebrannt. Aha. Und was habt ihr da gemacht? Wir haben da oben Kamin angemacht und da ist der, und da haben wir vergessen, das zuzumachen. Ach. Gib dir mal ein bisschen Sauerstoff, ne? So. Lautet Wasserversorgung zum TLF über die TS. Hydrant befindet sich hinter euch, die Pumpe 5 Meter die Straße hinauf. Ich bin in der Feuerwehr Safik, weil ich es wichtig halte, Brandschutzerziehung zu betreiben.
Ich bin der Feuerwehr Safik, weil mich dieses Thema schon seit meiner Kindheit interessiert. Ja, gut, keine Verletzten, alles gut geklappt. Wir können quasi jetzt hinkommen. Darf ich dazu sagen, die Ortsgemeinde hat noch ein Getränk. Ja, jetzt ist es. Also dann viel Spaß bei uns auf dem Feuerwehrfest. Jetzt saß. Hä? Du kannst dich schon am Arsch lenken. Warte mal, passt das so? Ja, das passt so. Du siehst hervorragend aus. Du siehst blendend aus. Mach die Jacke oben ein bisschen hoch. So? Nur so ein bisschen, nur die Kragen hoch. So? So, der Feuerwehrmann spricht laut, deutsch und deutlich. Gut. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, weil mir es Freude bereitet, wenn man anderen geholfen hat und die strahlenden Augen sieht.